Ja, das heißt, Produkte, die wir im letzten Jahrzehnt schon getestet haben, vom Labor über die Parzellenversuche bis ins Feld, sind in den letzten Jahren zugelassen worden im Raps, vor allen Dingen auch im europäischen Ausland und in Deutschland zum Teil über Notzulassung. Und wir kennen diese Produkte schon sehr gut, also von der Wiege an sozusagen. Sobald sie für die Praxisversuche in Frage kommen, können wir sie quasi schon beurteilen anhand von ihrer Wirkungsspektren und Reaktion, Verträglichkeit mit dem Raps. Da haben wir derzeit zwei Fungizide, die in der Rapul-Standardbeizung eingesetzt werden. Ein Produkt ist Scenic Gold, das jetzt auch eine Notfallzulassung bekommen hat. Beinhaltet zwei fungizide Wirkstoffe, das Fluoxastrobin und das Fluopicolide. Hat einen sehr guten, breiten Schutz gegen Auflaufkrankheiten und auch falscher Mehltau. Wie Matthias vorhin angesprochen hat, wird mit Fluopicolide mit abgedeckt. Und das zweite fungizide Produkt ist Vibrance OSR, auch mit Ausnahmegenehmigung. Dieses Produkt umfasst sogar drei fungizide Wirkstoffe. Das ist Fludioxonyl, Metalaxyl M und der neue Wirkstoff Sedaxane, der auch in der Getreidebeizung schon erfolgreich seit mehreren Jahren eingesetzt wird. Und hier haben wir sehr guten Schutz gegen Rhizoctonia, Pythium und auch FOMA sowie falschen Mehltau wie bei Scenic Gold. Das heißt, beide Produkte sind sehr ähnlich in ihrem Wirkungsspektrum. Man kann vielleicht sagen, dass Vibrance OSR etwas wüchsiger ist im Herbst, aber wir sind sehr zufrieden, dass wir damit auch wieder einen entsprechenden Nachfolger zu dem aus der Registrierung gelaufenen Basisfungizid Tiram oder TMTD und DMM haben. Kurz gesagt, Scenic Gold und Vibrance OSR bilden den neuen Standard der Fungizidbeizung bei Rapul im deutschen Markt. Bei den insektiziden Wirkstoffen haben wir Cyantraniliprole in Lumiposa seit Dezember 2020 auch in Deutschland zugelassen, worüber wir sehr froh sind, da wir dann den deutschen Markt auch aus Deutschland beliefern können. Lumiposa ist seit mehreren Jahren im Praxistest, hat die Erstzulassung 2017 in Polen erhalten und hat ein sehr gutes, breites Wirkungsspektrum gegen verschiedene Auflaufschädlinge. Allen voran die kleine Kohlfliege, die vorhin ja auch schon erwähnt wurde. Dann gibt es auch einen guten Beizschutz gegen Kohlerdfluorarten, die jetzt in unseren nördlichen Breiten eher weniger vorkommen. Dann haben wir auch eine gute Anfangswirkung gegen den Raps-Erdfloh. Und ja, last but not least, auch eine gute Wirkung gegen die Rübsenblattwespe. Das heißt, ich würde sagen, damit werden schon viele der im Herbst vorkommenden Schädlinge im Winterraps abgedeckt. Raps-Erdflohwirkung, das ist natürlich interessant. Wir hatten hier am Standort, aber auch über das deutsche Rapsanbaugebiet hinweg im letzten Herbst wieder lokal wirklich verstärkte Aufkommen. Was können die insektiziden Beizmittel gegen den Raps-Erdfloh leisten? Das ist eine gute Frage. Der Raps-Erdfloh ist ja nicht so einfach. Wir müssen unterscheiden zwischen den adulten Käfern, die im Herbst den Blattfraß machen, besonders kritisch, sage ich mal, auch unter abiotischen Stressbedingungen. Und hier können die Beizen, denke ich mal, schon eine Anfangswirkung ausrichten. Also beide insektiziden Beizen, die derzeit für den Raps verfügbar sind. Aber darüber hinaus, wenn es in die späteren Wachstumsphase geht und ganz speziell auch, wenn die Larven in die Blattstiele einwandern und in den Pflanzen den Schaden verursachen, da reicht das Wirkungsfenster einfach nicht. Das heißt, selbst wenn sie in der Systemizität am Anfang da sind, würde ich sagen, dass sie über das dritte, vierte Laubblatt hinaus keinen signifikanten Effekt mehr gegen den Raps-Erdfloh besitzen. Und sowohl die Standard- als auch die Premium-Beizung wird mit einem bioaktiven Bacillus-Stamm ausgestattet von Rapul seit dem letzten Jahr. Dieser Stamm ist kältetolerant, das heißt, der fängt schon an, wird in Sporen verpackt am Saatgut und fängt dann an, bei 8 Grad im Boden auszukeimen, wenn die entsprechende Bodenfeuchte gegeben ist. Und ja, 8 Grad ist schon relativ robust für diese Art Bacillus atrophaeus. Und der besiedelt dann die Wurzel
und hilft quasi der jungen Pflanze über seine Ausscheidungen auch das Pflanzenwachstum wieder anzukurbeln, gerade unter schwierigen Herbstbedingungen.